Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Weekly Reset. Und wie man sieht, Eva Levante ist mit ihrem Bäumchen weg. Ja, Festival der Floren ist Gott sei Dank zu Ende gegangen. Ich hoffe, ihr seid geistige Jäger geworden und hattet auch die Chance, geistige Jäger zu vergolden. Zudem muss ich jetzt erstmal am Anfang sagen, ich bin krank. Deswegen, ja, werde ich hier bestimmt ein paar Sachen verpeilen. Und auch ab und zu husten. Lässt sich da nicht vermeiden, ist halt so. Aber das ist auch gerade die Jahreszeit für sowas. Deswegen, ja, sorry dafür schon mal am Anfang. Hier ist erstmal direkt zu Tess. Schauen wir mal eben, was sie dabei hat. Gleitende Indra. Okay. Nochmal ein Moment von Donnerlord. Für 1250 Glanzstaub. Sieht interessant aus. Das Einzige, was mir nicht gefällt, sind die Spitzen hier. Aber sonst geht's einigermaßen. Dann hier einmal Liebling der Königin Schiff für 2000 Glanzstaub hier einmal. Oh, das hat was. Das kann man sich überlegen. Ja, das Schiff hat was. Aber mehr dann auch nicht. Dann hier, wenn es passt, Projektion für 1500 Glanzstaub. Aha. Das hier Schrödingers Katze oder was? Dann hier einmal Kohle des Norden Shader für 300 Glanzstaub. Ein guter Shader, ein sehr schöner Shader, wie ich finde. Würde man Jäger, würde so aussehen. Nach etwas Besonderem? Cool, würde ich mal so sagen. Dann der Glanzstaub-Shop. Hier einmal Tanz auf hoher See-Geste für 3250 Glanzstaub. Jack Sparrow oder was? Na los, Crew, meine Beine sind endlich seetüchtig. Lalalala. Naja, viel zu teuer. Dann hier einmal hartes Lichthülle, Geisthülle für 2850 Glanzstaub. Ja, geht so, eigentlich viel zu teuer wieder. Dann Sonnentag Sucher Transportmittel für 2500 Glanzstaub. Boah, das sieht auch schon wieder extravagant aus, oder? Das hat schon was. Ja, doch. Das geht klar, aber es ist auch wieder Geschmackssache. Dann hier M3D12 Kyrisch-Schiff hier für 2000 Glanzstaub. Lass dir ruhig Zeit. Ja, ich kann warten. Geht so. Auch nicht wirklich irgendwie nach Halo aus. Dann hier ewige Rache, Panzerweste. Und hier ist das Jäger-Ornament für 1200 Glanzstaub, ein Set-Teil. Das ist auf jeden Fall schon mal schick. Das ist schon mal gut, das hole ich mir schon mal ab. Weil ich hole mir das ganze Set von jedem Charakter. Das Set wird übrigens dann günstiger. Wenn ihr einen Teil kauft, dann kriegt ihr hier Teile günstiger. Wie gesagt, zwei Sachen fehlen noch. Ja, so sieht das halt der Charakter komplett aus, die Jäger. Ziemlich geil, wie ich finde. Beim Warlock sieht es auch ziemlich geil aus, beim Titan ein bisschen langweilig. Aber beim Jäger sieht es eigentlich so mit am coolsten aus, wie ich finde. Zwei Teile fehlen hier noch. Ich habe leider zum Teil was vergessen mitzunehmen die Wochen vorher. Das heißt, ich werde mir was für Silber kaufen müssen, um das Paket vollständig zu kriegen. Aber das Paket wird jetzt hier günstiger, kostet nur 600 Silber. Umso mehr ihr Gegenstände hier halt rauskauft. So, dann haben wir Geißel der Materie, Waffenornament für 1250 Glanzstaub. Ist auch okay. Dann hier Sterling-Laube-Projektion für 1500 Glanzstaub. Dann hier einmal Teleporteffekte. Geist Violett, 450 Glanzstaub. Dann hier einmal Schrei der Harpie. Dann haben wir hier noch Totenwache des Reisenden-Effekte. Oh, schön hell. Dann hier einmal die Shader Wanderergewand. Schön grün. Dann einmal leuchtende Medusa. Auch grün. Dann Druckstellenrötung. Nicht grün. Und dann hier einmal Melchisedek Dornzweig. Auch nicht grün. Aber zwei lilane Shader mehr oder weniger und zwei grüne Shader. Ja, Shader kann man nicht immer mitnehmen. Aber ist auch, wie gesagt, alles ist hier Geschmackssache. Eine Empfehlung habe ich jetzt nicht so wirklich. Weil, ja, das ist nichts, was mich jetzt extrem umhaut hier. Sagen wir es mal so. Vielleicht das Schiff hier eventuell. Aber mehr dann auch nicht. Ja, der Rest ist dahingestellt, ne? Sagen wir es mal so. So, da nicht vergessen. Immer die NPCs hier ablaufen. Immer gucken, wenn ihr neu dabei seid, ob ihr noch neue Mods mitnehmen könnt hier. Bei Banshee zum Beispiel. Nettes Scharmützel. Jeden Tag um 18 Uhr. Aber sind hier die Materialentausch, die Mods andere. Auch die Kosten werden anders. Wenn ihr was fehlt, auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Pass auf dich auf. Vor allem, wenn ihr neu dabei seid, immer die Mods kaufen. Und bei Ada One genau das gleiche nochmal. Und wie gesagt, durch die Sommerzeit, Winterzeitumstellung von Sommer auf Winter, habt ihr jetzt natürlich die Möglichkeit, um 18 Uhr schon alles zu machen. Aber ihr müsst natürlich auch vor 18 Uhr alles immer abholen. Und schauen, dass alles auch geholt wurde, glutet wurde und was ich was alles. So, Ada One. Hallo mal wieder. Ja, moin. So, hier sind auch noch wieder ein paar Mods wieder, die, wenn ihr Bock habt, die abholen könnt. Formiose, Greifer, Panzerschuhe, Set komplett einmal. Ah, die Werte sind eher schlecht. Da könnt ihr hier auch noch Beute zu mitnehmen und hier auch natürlich auch Materialtausch machen. So, ich habe gleich keine Energie mehr.
So, ganz wichtig, die drei NPCs immer bedienen, Vordienste, Übungen mit scharfer Munition hier, also Zavala, Lord Shax und Vagabunden immer mit 8 Bullenzügen bedienen, weil es wichtig ist, da gibt es immer 120 Landstopp garantiert. Denk deswegen an immer das fertig Chaos, das einen Einsatz hinterlässt. Sabatus, ich erwarte, Unwelt, dass die Hüter ihren Dreck selbst wieder aufräumen. Ein paar Sachen aktiv. Ich kann gar nicht alles zeigen, sehe ich gerade. Verdammt, ich habe gar nicht alles freigespielt, scheiße. Ich muss den Charme einwechseln, sorry. So viele Hüter. Ja, siehst du, ich bin krank, habe ich hier verpeilt. Ja, mit dem Jäger habe ich nicht alles freigeschaltet, deswegen muss ich mal kurz den Charakter wechseln. Ja, das ist natürlich Pech jetzt, ne? Naja. Mit Warlock und Titan habe ich alles freigespielt, aber nicht mit dem Jäger. Das fehlt mir noch. Ja gut, ich glaube noch ein bisschen Zeit. So, die Maske mal umändern, weil man hat hier nur noch 0 Power Level anscheinend. Warum? Keine Ahnung. So, das sieht natürlich richtig pekig aus. So vielleicht. Oder so. Oder so. Ja, so ist besser, oder? Ah, so ist besser. Sieht ganz gut aus. So. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei der Übersicht. Ja, hier sieht man auch alles. So, Erhaltung kann man immer spielen, Spitzenausrüstung, wenn man es noch braucht, Altar der Reflexion, wenn man es noch braucht, Vox Obscura kann man auch alleine spielen, habe schon Video aufgenommen. Dann der Urquell ist Verteidigung aktiv, morgen 8 Uhr kommt dann Angriff. Hier einmal wöchentliche Mission ist einmal die Geister. Ja, Finch könnt ihr euch auch noch bedienen. In der Enklave könnt ihr Waffen spielen, wenn ihr Bock habt. Dann auf dem Mond haben wir auch irgendwas aktiv, und zwar Dualität. Haben wir noch irgendwo einen Dungeon hier oder so? Ne, den Raid hier. Einmal Garten der Erlösung ist gerade im Zyklus drin für Spitzenausrüstung. Da könnt ihr auch noch rein, euch Spitzenausrüstung abholen. Dann hier einmal Fortlaufen, dreimal mit dem Fokus Arcus. Dann hier einmal Dämmerung diese Woche ist. Die Höhle der Teufel, die Waffe, die er droppt übrigens. Aktuell in der Dämmerung ist Scharfschützengewehr. Silikonneurom, das droppt da gerade. Ich muss noch was anderes mal gucken. Moment. Genau, das muss ich auch noch gucken. So, dann Spitzenreiter ist natürlich das gleiche, aber ich, weil ich Eroberer bin, kann ich mir aussuchen, was ich mir spiele, was ich spielen will. Mir fehlen noch zwei. Spiegelkorridor und Lichtklinge fehlen mir noch. Die beiden fehlen mir noch, dann habe ich einen Eroberer auf Gold. Das muss ich auch noch irgendwie hinkriegen. Mal gucken, was ich das mache. Weil aktuell habe ich einfach keine Konzentration und bin komplett kaputt. Gambit, hier einmal Freelance laufen am besten. Dreimal Spitzenausrüstung. Schmelzsiege diese Woche einmal. Showdown, Überleben, Rumble, Eliminierung, Kontrolle und Schmelzsiege Labore. Diese Woche kommt auch wieder Osiris. Nächste Woche kommt übrigens Eisenbanner am 15. November. Bei den Legenden haben wir natürlich hier wieder Königsfall Raid, wenn ihr Bock habt. Die Herausforderung ist gerade aktiv hier. Verblüffender Blick. Träumende Stadt, also deine Herausforderung Nummer 3 ist hier aktiv und Woche 1 Petra Wensch. Wensch, ist das richtig? Ich glaube schon. Ewigkeit natürlich auch nochmal spielen, nicht vergessen, wenn ihr Bock habt. Hier natürlich auf Legende spielen. Diese Woche ist hier einmal gefallene Schar, also Runde 1 gefallene, Runde 2 Schar. Finale Runde Zytron. Dann Sog der Habsucht ist hier einmal auch noch der Dungeon, der diese Woche im Zyklus ist. Da könnt ihr auch noch rein, Spitzenausrüstung looten. Und wenn ihr euch, wenn euch die Leute fehlen, sucht über die Einsatztrupp-App, also einfach Destiny 2-App, die normale und dann Einsatztrupp. Und ihr müsst auch natürlich ein bisschen spielen können, also von wegen hier Leute suchen und die ziehen euch, könnt ihr vergessen, wenn ihr scheiße spielt, dann gehen die einfach raus. So einfach ist das, ne? Mhm. So, in der Helm haben wir natürlich auch noch ein paar Sachen. Catch Crash, natürlich, wenn ihr Bock habt, hier wieder schön auf 1600. Diese Woche haben wir den Gegner. Catch Crash Captain II haben wir diese Woche einmal, ist ein bisschen schwieriger, glaube ich. Dann hier einmal natürlich Expedition laufen, muss ich auch noch ein paar Mal mehr, um diese neuen Herausforderungen fähig zu machen. Dann hier natürlich nochmal den Atlas looten und leveln, natürlich da auch nochmal vorbeifliegen, das mache ich mal eben schnell, weil da kann man sich jede Woche eine Waffe kaufen, weil ich habe hier noch einige saisonale Herausforderungen offen. Das ist übrigens das Schiff hier nochmal, ne, ja, von Festwehr geflohen. Saisonale Herausforderungen, da habe ich jetzt einige Sachen fertig, das habe ich fertig gemacht heute noch, das habe ich heute auch fertig gemacht, das fehlt noch, flüchtiger Ruhm, dann habe ich das hier noch fertig gemacht, Einsatzprüfung fehlt mir noch. Und da habe ich noch easy. Das nervt mich ein bisschen. Freibeuter nervt mich ein bisschen. Das müsste ich vielleicht auch noch machen, ich weiß es nicht. Da Freibeuter nervt mich richtig ab. Und zwar hier einmal Schatztruhen geöffnet, 6 von 15 und geplünderte Umbrallengramme 60 von 150. Aber ich brauche das Ding, weil ich brauche hier das Ding hier, die Reputation, um halt alles zu leveln oder alles fertig zu haben. Ja, aber dann habe ich auch, wie gesagt, dann das hier auch fertig. Also da habe ich meine 4000 Landstaub. Aber ich brauche eigentlich nur noch EDZ-Aktivitäten fertig machen und dann bin ich auch mit durch. Also eigentlich läuft es ganz gut. So, wollen wir kurz noch ein paar Vollzüge raushauen. Sowas macht ihr am besten, wenn ihr geteilte Weisheit aktiv habt, ne? Wenn ihr mit dem Teammate unterwegs seid. Ich hau die jetzt einfach raus, weil ihr habt sowieso Doppel-XP hier auf EP. Hier die ersten 5 Season-Ränge sind eh Doppel-XP jede Woche.
Deswegen hau ich es einfach mal eben einfach raus. So sieht es nämlich aus. Dann nicht vergessen, wenn ihr hier Baupläne braucht, ja, Baupläne, jede Woche, wenn ihr es freigeschaltet habt, ich weiß gar nicht, wo das freigeschaltet ist, wie gesagt, drei Stück fehlen hier noch, wenn das hier freigeschaltet ist, wieder hier, jede Woche könnt ihr hier eine rote Waffe abholen. Ich mache das jetzt mal eben mit der hier, Fernglas des Bootsmanns, weil dann habe ich nämlich auch gleich wieder was fertig. Ich werde die jetzt aber recyceln, weil ich keinen Bock habe, die zu leveln. Und dann habe ich meinen Bauplan auch wieder fertig. So, da habe ich den nächsten Bauplan hier freigeschaltet. Wie gesagt, dann holte das Pistole, habe ich das Gesetz des Räubers, habe ich abgeschlossen. Und von dieser Season habe ich das Fernglas des Bootsmannes oder Manns abgeschlossen. Das muss ich auch nochmal dann ja, craften, ne? So, ein paar Sachen habe ich auch noch fertig gemacht. Achso, und Gambit habe ich auch noch fertig gemacht. Wir jetzt auch wieder Gold. Also von daher, das habe ich auch noch fertig gemacht. Achso, was ich noch vergessen habe. Dämmerungsprämien sind aktiv. Das heißt, ihr kriegt jetzt in der Dämmerung aktuell, kriegt ihr mehr Punkte. Das seht ihr auch immer daran, wenn hier die Aktivität startet, dass hier steht doppelte Dämmerungsbeute. Also die Beute ist erhöht. Deswegen lohnt es sich auch gerade auch auf den kleineren Rängen zu laufen. Ja, hier kleinere Rängen zu laufen. Da gibt es auch guten Loot. So sieht es nämlich aus. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wenn ja, sorry, guckt in der Videobeschreibung oder guckt bei meiner MO, kommen die Infos, kommen von da. Und sonst, ja, bleibt gesund, so. Und dann bis zum nächsten Mal reingehauen. Achso, warte mal, ich kann noch was kaufen. Haha. Moment. Moment. Was soll denn der Geiz hier? Das kaufen wir auch nochmal schnell hier. Ey. Das Set fortführen. So. Da fehlt jetzt nur noch der Helm. Wie gesagt, ich habe beim Jäger leider die Schuhe vergessen. So sieht der Titan dann übrigens aus. Ja, genug verpeilt halt hier. Sorry, bin krank, geht nicht anders. Bis denn. Tschüss, danke fürs Zusehen.